Chart beauftragt, gerade in den Bereich TV-Trends der Zukunft zu schauen und da wirklich auch über den Tellerrand hinaus. Im Sharp Trend Report geht es um die Zukunft des Fernsehens, aus einer technischen Sicht heraus, aber auch um die Zukunft des Fernsehens, wenn es darum geht, was der Nutzer oder der Fernsehzuseher sozusagen in Zukunft möchte. Beispielsweise ein Mikrotrend, den ich ganz gerne hier nennen möchte, nennt sich Neurosky, ein Unternehmen aus den USA, die sich darauf spezialisiert haben, mit Gedanken zu steuern, also Geräte mit Gedanken zu steuern. Und das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Projekt, haben begonnen mit kleineren Spielanwendungen und gehen jetzt sogar so weit, dass sie Filme oder den Ausgang von Filmen über die Kraft der Gedanken steuern können. Der Trend im Fernsehkonsum der Zukunft geht eindeutig in Richtung Interaktivität noch mehr, als wir das bisher haben schon. Das heißt, das Ausweichen des Contents auf zweiten Screen, auf beispielsweise Tablet-PCs oder Smartphones, alles was mit Gestensteuerung zu tun hat, auch da geht es sehr, sehr stark um das Thema 3D natürlich. Wir haben alternative Screens in der Zwischenzeit, beispielsweise die Sifteos von einem amerikanischen Unternehmen. Da handelt es sich um neue Screens, die miteinander interagieren können. Das sind definitiv die Mikrotrends, wo ich sage, dann geht die Reise hin. Ja, in erster Linie wird das natürlich weiterhin die Bildqualität sein, hier in großen Bildschirmdiagonalen. Der Trend verlagert sich immer mehr von den Standardgrößen 32 Zoll über 40 bis hin zu 46 Zoll und größer. Gleichzeitig Energieeffizienz, Nachhaltigkeit in der Produktion und in der Herstellung der Fernseher. Und zum Dritten die Verschmelzung von Inhalten multimedialer Art, das heißt also, ob jetzt privat generierter Content oder auch Internetinhalte, will der Konsument zunehmend auf dem Fernseher genießen können.